Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, und zwar Minecraft Venice, kurz vor dem Start von Amperia 2 jetzt noch. Will ich gleich verlassen mit dem Story-Part. Alter, sind da wieder viele Tiere. Und naja, zum Story-Part werde ich ja gleich was sehen, aber ja, bis dann. Ja, ich verlasse euch jetzt mit dem Story-Part. Einige sind in der Stadt. Ah, ich habe gegessen. Haben was Neues im Briefkasten. Verrottetes Fleisch und ein Buch. Das nehme ich mal kurz mal. Das heißt doch nichts Gutes, wenn mir jemand verrottetes Fleisch schickt. Nehme ich mal an. Okay, ich lese mal kurz mal hin. Ich muss mich kurz hinsetzen. Perfekt. Lieber Herr Pace, ich habe ein Rätsel für Sie. Wenn Sie dies nicht innerhalb von zwei Tagen lösen, werden Sie sterben. Wenn Sie das andere Buch am Ende des Rätsels ebenfalls nicht finden, werden Sie sterben. Also ich muss die Rätsel lösen und dann wahrscheinlich noch ein Buch finden. Mann, Sie stehen jetzt unter meiner Macht, unter der Macht des Königs des Lichts. Was wohl diese Rätsel bedeuten? Weiß, schwarz, grün, blau und rot bin ich und meine Brüder. Den Sommer bin ich tot, im Winter lebe ich wieder. Ich fress dann Tag und Nacht. Dich trink ich nicht ein Tröpfchen, man füttert mich mit Macht, doch fress ich auch ein die Häppchen. Oh. Vier Buchstaben. Oh. Als Blumen riecht es fein, als Krankheit bringt es Pein. Er und ebenfalls vier Buchstaben. Nehme ich mal an, dass das Lösungswort sein soll. Ich nehme es mal an, weil sonst hätte das überhaupt gar keinen Sinn. Also er, irgendeine Pflanze mit R. So, jetzt löse diese Rätsel oder stirb. Tipp, manchmal ist auch, wenn du es sie gelöst hast, erstmal suchen gefragt. Gezeichnet der Herr des Lichts. Jetzt habe ich Aroos am Hals und noch der Herr des Lichts. Wobei ich mir sicher bin, dass der Herr des Lichts höchstwahrscheinlich eine Person ist und nicht eine Gruppe. Wäre auch schon komisch, wenn eine Gruppe der Herr des Lichts heißen würde. Mein Lord. Ich werde bedroht, dass ich in zwei Tagen sterben sollte, falls ich nicht ein Rätsel lösen sollte. Welches Rätsel? Ein Rätsel von einem gewissen Herr des Lichts. Das ist nichts weiter als eine noch ein weitere Sekte. Und sie werden uns in unserem Plan nicht in den Weg stehen. Ja, mein Lord. Ich habe einen Auftrag für dich, den du erst ausführen musst, wenn es verlässt. Wenn die guten Bilder nicht da sind, möchte ich das mal gut sagen. Dein Auftrag ist es, wenn du Venice verlässt, deinen Vater, deine Mutter zu töten, deine Eltern. Und vielleicht sogar deinen Bruder vorzutragen sollst. Was? Es ist der letzte Schritt, um deine komplette Loyalität mir gegenüber zu beweisen. Oder willst du meine Befehle missachten und die Konsequenzen tragen? Nein, mein Lord. Möchte ich nicht. Naja. Weiß, was zu tun ist, Drake. Okay, jetzt zum Rätsel. Ich hab's! Das ist der Ofen, vielleicht ist. Ich weiß, es ist ein bisschen abwegig, weil. Ich frage mich gerade, wie die Farben zusammenstehen. Okay, rot ist klar. Weiß könnte auch sein. Schwarz auch. Grün und blau ist fragwürdig. Vielleicht wegen den Flammen auch, aber ja. Brüder sind vielleicht andere Öfgeweiht. Ofen benutzt du nicht im Sommer. Wäre auch fragwürdig. Im Winter, ja, bist du halt benutzt. Aber der Ofen frisst dann halt Tag und Nacht Holz, damit es halt warm ist. Wasser trinkt er nicht. Nicht mal ein Tröpfchen, weil ja, es wäre schädlich fürs Feuer. Mit Macht ist vielleicht Feuer gemeint. Feuer ist ja Macht. Und ich fress auch die Häppchen, das heißt so kleine Stöckchen vielleicht auch. Das geht ja auch. Wäre nur so eine Anmerkung. Ofen. Wird auch vom Ding passen und auf Angst am Anfangsbuchstabe. Als Blume riecht es fein, als Krankheit bringt es Pein. Es gibt viele Blumen, die gut riechen. Aber als Krankheit bringt es Pein, das ist das Einzige, was mich so verwirrt dran. Aber ich kenne nicht so viele Blumen und R mit vier Buchstaben. Ich würde mal grob schätzen, dass Rose damit gemeint ist. Denn ich. Rosen sind eigentlich, was die Stacheln angeht, echt gemein. Ich
nehme an, also Ofen und Rose. Also Ofen bin ich mir sehr sicher, Rose bin ich jetzt so fragwürdig. Wenn man das jetzt kombinieren würde, heißt es doch dann Ofen? Nee, Rosen, eine Rose in einem Ofen. Weil andersrum macht es gar keinen Sinn. Eine Rose in einem Ofen macht gar Ofen in einem Rose macht keinen Sinn, deswegen. Gut, ich würde sagen, das heißt, ich muss jetzt irgendwo hier. Mist, das ist falsch. Irgendwo hier einen Ofen finden, wo eine Rose drin ist. Ja, great. Okay, hier in der Gegend. Oh, da ist eine Rose und ein Ofen. Hallo? Unter dem Ofen. Block of Iron. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Test bestanden. Vielen Dank. Du hättest einfach nicht auf diesen Test eingehen können. Denn dann hätte ich deine Schwäche gesehen und das hätte mir nicht gefallen. Jetzt da ich sehe, wie stark du bist, bist du in dem Spiel um das Licht gefangen und musst meine Regel befolgen. Du bist bei der Barriere und wenn du versuchst, mich zu hintergehen, ich merke alles. Setze diesen Eisenblock auf einen Fichtenzaun an dem Spawn, damit ich damit sehe, dass du bereit bist, bereit für das Spiel. Gezeichne die Herr des Lichts. Alright, alright. Das heißt, ich speichere jetzt mal das Buch. Wer auch immer der Herr des Lichts ist. Jetzt haben wir auch Aros, Herr des Lichts, eine neue Sekte. Dann die Katholiken, Evangeliken, alles klar. Aber naja, und Satanisten, dann gibt es auch noch hier. Für den Herrn des Lichts. Des Lichts wieder. Wir haben neue Fraktionen hier, aber sehr viel in diesem Projekt. Ich habe es Rätsel gelöst. Damit soll ich euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und mehr von euch dann bis zum nächsten Mal und ciao.